Hallihallo, irgendwann ist immer das erste Mal. So ist es. Ja, schön, dass wir Sie kontaktieren können. Unser Prachtexemplar, was wir immer gehütet und gepflegt haben, lässt auf einmal die Flügel hängen. Das Unterkleid hat sich verabschiedet und der Rumpf ist ja richtig schon ausgekahlt. Ja. Circa 8 Jahre ist das her, hatte er den, wie heißen die? Die Sitka Fichtenlaus. Fichtenlaus. Momentan sieht es nicht so gut aus. Nee, eine Tanne verträgt so einen Schnitt einigermaßen, ja, gar keine Frage. Also, aber eigentlich möchte eine Tanne gar nicht geschnitten werden. Wenn man diesen Neuzuwachs immer wieder abschneidet, dann verzweigt sie immer. Aber wenn dann zum Beispiel die Sitka-Fichtenlaus kommt, die nämlich dafür sorgt, dass die alten Triebe, also die alten Nadeln vom Vorjahr alle abfallen, dann sind nur noch die frischen Triebe da und dann entstehen Löcher. Und oben darf er ja auch nicht größer werden, weil da kommt oben ein Mond, beleuchteter Mond rein. Und der ist da einmal ab Halloween und einmal auch über die Weihnachtszeit oben. Und ich muss da noch rankommen. Ja, ja. Ja, könnte man da, wo das große Loch ist? Theoretisch könnte man die abschneiden da. Ja, aber dann hat man natürlich keine Spitze. Bis dann so eine Spitze wieder wird, das dauert ein paar Jahre. Ich wäre ja nicht Pflanzenarzt, wenn ich nicht ein bisschen ich sag mal Hoffnung geben und die Tanne ein bisschen unterstützen könnte. Und zwar gibt man der Tanne jetzt einen Blattdünger, der nicht vom Boden aufgenommen wird, sondern direkt über die Nadeln aufgenommen wird. Das nennt sich ganz einfach Tannenfluid. Damit sprühen Sie die ein und das können Sie ja 2-3 Mal ruhig machen. Ja, einfach in so eine 5-Liter-Spritze. Ja, ja. Ja, ist kein Gift und immer vorsichtig schneiden. Hier sieht man dann halt eben mal so ein Strunks, ja. Ja, dann vielleicht auch mal ein bisschen runter. Ziehen, ja, runterbinden, zubinden und dann wachsen die Löcher auch wieder zu. Ich werde es ausprobieren bei günstigem Wetter und wir bedanken uns auf Ihren Besuch, fachmännischen Rat. Ja, danke schön. Bitte, bitte. Ist ja schön, wenn der Baum überlebt.